Herzlich willkommen, back to the rules, nein, Quatsch, back to DC Universe Online mit dem Rookie von der Spielwiesenpanik. Und wir befinden uns vor dem Ausgang aus dem Revier und wir werden jetzt einfach mal schnell rausswitchen. Es wird nicht lange dauern. Wir haben einen kleinen Ladescreen, den wir ja alle kennen, ne? Und dann werden wir mal schauen, wie es draußen aussieht. Ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht gehabt. Das heißt, ich werde mich ein bisschen reinfuchsen müssen wieder. Ich habe natürlich alles nochmal überprüft. Die ganzen Einstellungen und so weiter und so fort. Und ja, schauen wir mal, was hier so abgeht. Also wenn wir hier so die Heinis hier sehen, da geht schon ein bisschen der Punk ab. Halt, da war doch ein E. Was ist ein E? Ah, okay, da wollte ich wieder reingehen. Wir müssen natürlich jetzt erstmal wissen, was wir überhaupt machen sollen. Und das werden wir versuchen jetzt rauszukriegen. Also, wir drücken mal Q, wie war's denn? Schalte die Fähigkeiten frei. Ach, verdammt. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Okay. Also, gehen zur Strandpromenade. Na, dann machen wir es mal. Strandpromenade ist hier unten. Was ist denn das hier überhaupt? Das ist eine Flagge. Bitte, du musst mir helfen. Ich muss dir helfen. Was musst du denn machen? Ziele, du erhältst Emblem der Verheißung. Ah, okay. Speedsters, gebt Gummi auf diesen kurzen Strecke über, biete die Platin-Bestzeit und lasst die anderen euren Staub fressen. Das machen wir noch gleich mal. Fünf, oh, ja. Vier, drei, zwei, oh Gott, eins. Tu doch was! Oh, wir müssen laufen. Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Halt! Komm, geht das nicht schneller? Na, wieso läuft denn der so langsam? Du bist doch hier der Blitz! Hilfe! Der Blitzer! Okay, wir müssen hier auf jeden Fall eine 180 Grad Drehung. Mal gucken. Ne, wir laufen nicht über die Autos, das ist langweilig. Das könnte das Ziel sein. Okay. Wir haben Platin geschafft. Leider rufe ich aus geschäftlichen Gründen an. Die Jahreszeit des Gebens wurde durch den Orange Lantern Lamblies und seine Gier in die Jahreszeit des Demons umgewandelt. Sprich mit Hell in Wachturm für weitere Infos. Also ich weiß nicht, warum mit einmal die Musik so laut ist. Wir werden einfach mal schnell nochmal reingehen. Audio, Musiklautstärke, komm hier ein bisschen leiser, mal den ganzen Kram. Okay. Wartung, um eine Mission fortzusetzen. Okay, also wir sind jetzt hier gerannt. Ganz witzig. Das haben wir doch nochmal. Okay, hier waren wir schon. Da hinten auch. Achso, ja, wir sollten unseren Kraftpunkt verteilen. Da drücken wir mal K. Und wir gucken mal bei Entzünden. Also ich glaube, Entzünden... Möchtest du dieses folgende... Moment. Also wir werden den Feuerball mal nutzen. Den hatte ich damals schon mal angekliggert, glaube ich. Den werden wir jetzt einfach mal nehmen. So. Den haben wir hier unten. Eigenschaften. Kommen wir ins Tagebuch. Was sollen wir machen? Einführung. Sprich mit Jan Jordan in Monitorraum des Wachturms. Ah, okay. Deswegen müssen wir zum Wachturm. Und hier geht zur Strandpromenade. Kann man das irgendwie... Ach, das kann man hier aktivieren. Okay. Oh, hab ich das jetzt deaktiviert? Nö, eigentlich nicht. So, dann müssten wir jetzt eigentlich hier irgendwo eine Pfeilsche haben. Warum rennt ihr um euer Leben? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, ich bin jetzt hier auf der Strandpromenade. Ja, ich... was denn? Bei wem denn? Wir haben versucht, Grodd's Gorillas an der Queensland-Promenade aufzuhalten. Doch sie benutzen Technologie, die noch nicht einmal die Starlabs im Einsatz gesehen haben. Finde einen Weg, wie du sie ausschalten kannst. Ja, erstmal müsste ich die Gorillas finden. Das wäre natürlich ein Highlight, ne? Besiege die Gorillaspeer. Könnten hier hinten sein, oder?
kämpft um euer Leben! Lauft! Lauft! Wieso lauft, lauft, lauft? Ja, die wollen mich rollen? Verschwinde! Hallo? Wo sind die denn? Also entweder bin ich gerade irgendwie zu doof dazu, Gott, oder was? Tu doch was? Ach, hier unten. Na, dann gehen wir nochmal runter. Da sind noch Gorillas. Wie muss man das machen hier? Wie war das nochmal? Ich muss mal überlegen, ja. Da haben wir schon mal einen. Das ist schon mal viel wert. Was hat denn er? Ein Gorilla hat eine Pistole in der Hand. Na, lol. Komm. Du schaffst du eh nicht. So, komm her. Ich habe keine Angst. Oh. Cool. Jawohl, Haune kaputt. So, wir sind jetzt mittlerweile Level 4, wenn ich das richtig sehe. Ja, sie ist in Gefahr, wir werden dich rächen. Retten. Machen kaputt. Hier sind nämlich der rote Blitz. Oder der Rächer mit dem Becher. War, glaube ich, mal in einem Otto-Film, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, 7 von 15 Hammer. Da hinten klopfen sie alle auf so ein, auf so einer Frau rum hier. Oder? Das könnt ihr aber vergessen. Wie war denn das? Okay. Ja, wie sie sich auf die Brust klopfen, ist ja auch süß. Saures. Aber so richtig eine Strandpromenade ist doch da oben und nicht hier unten. Das ist doch hier der Strand. Ach, Mann. Ich würde sagen, wir haben einen Feuerball geschickt. Gehen wir dahin. Oh! Die Frau ist tot. Den wollen wir mal nicht hier ein bisschen. Na los, komm her, ja. Lass sie in Ruhe. So, jetzt haben wir die 8 noch. Immer noch 2 müssen wir noch killen hier. Na komm. Baby, komm. So, einen noch. Gorilla-Speer. Gorilla... Ach, da hinten haben wir noch Gorilla-Speer. Ach, den hat ja Slap hier schon. Da, mache. Na, was ist denn jetzt? Ach. Dann nehmen wir den hier. Ist ja egal. So, also ihr seht, ich habe ein bisschen was gemacht an der Grafik. Jetzt ist es... Ja, drücke J, um auf deinen Tagebuch zuzugreifen. Okay. Also ihr seht, es ist... Es sieht immer noch gut aus. Aber es läuft wesentlich besser. Und wir drücken mal J, wie der Kollege das so will. Hier ist ein bisschen Hintergrundinformation. Gorilla Grodd ist ein außergewöhnlich intelligenter Affe, der die Menschheit hasst. Er glaubt, dass die Erde den Affen gehört. Mit ihm als Anführer natürlich. Als ob Brainiac nicht schon schlimm genug wäre. Tja, das ist natürlich so eine Sache. Ich habe vergessen, mir den Timer zu stellen. Kleinen Moment. Okay. Timer ist an. Jetzt müssen wir beschaffe Invasion, da müssen wir ja eigentlich wieder zurück und die Belohnung abholen. Ach, das hat er, macht er so. Okay, das braucht man gar nicht quasi. Aber das ist eigentlich nicht schlecht, man muss nicht nochmal zurückgehen. Jetzt gehen wir zur Queensland Promenade. Ja, wo immer die ist. Wo ist denn hier die Queensland Promenade? Ja, da oben. Oh, was ist hier? Es ist ein Fragezeichen. Es ist ein Ausrufezeichen. Es hat... Es tut, oh, haust du mich nicht? Ich habe schon so viele getötet von euch. So. Das ist doch jetzt eine Promenade hier, oder? Das ist aber die falsche Seite. Oh, hier passiert was? Die
Diese Gorilla-Truppen fangen Zivilisten mit Grodds Umwandlungsgerät. Zerstöre die Geräte und schwäche Grodds Streitkräfte. Okay, das werden wir natürlich machen. Wir werden die Geräte aber sowas von kaputt machen. Hey, also du musst wissen, dass es überall in der Stadt Menschen gibt, die deine Hilfe brauchen. Meistens findest du sie in der Nähe von Krisenherden. Der erste ist gleich hier drüben. Sieh mal, ob du helfen kannst. Ach, wie war das mit dem Werfen? Ich werde bekloppt. Da war doch noch was. Also war irgendwie mit der rechten Maus oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Au! So ein Penner. So. Guck mal. Hinter Einsatzleiter Harleen müssen wir eigentlich machen. Wieso klopfen wir eigentlich hier? Wir dürfen den Brennstoff nicht zerstören. Okay. Wir sind hier mit der ganzen Materie unterwegs. Das ist ziemlich, ziemlich nervaufreibend hier die ganze Geschichte, weil ich gerade nicht so richtig weiß, wo ich hin soll. Finde Einsatzleiter Harleen, steht hier unten. Und wo, bitteschön, auf der Karte ist er denn? Das hier hinten ist ein, das ist ein Quest. Was ist das für ein Quest? Okay, also das ist ein Quest. Was ist das hier? Queensland Promenade. Beschütze die Brennstoffzellen. Ich kann auf jeden Fall nicht warpen. Auf gut Deutsch, ich kann mich da nicht hin teleportieren. Und wir werden mal schauen. Okay, also ich soll jetzt hier die Brennstoffzellen irgendwie... Schütze die Brennstoffzellen, bist du bekloppt? Ich denke, ich soll sie kaputt machen. Schütze den Brennstoff. Eieieiei. Wir dürfen den Brennstoff nicht zerstören. Sie brüllen hier Level 4. Komm her hier. Ja. Schütze die Brennstoffzellen. Oh, wir sollten vielleicht auch irgendwann mal überlegen, ob wir nicht uns mal heile machen. Eieieiei. Ich geh mal hier runter und guck mal im Inventar, ob wir nicht irgendwas zum Heilen haben. Zertrümmer ein Euro, Dienerwiederherstellung. Eieiei. Ihr wisst schon, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe von dem Spiel. So wie sich das gehört, natürlich. Okay. Statistik, Währung, Gegenstände. Ich hätte gerne irgendwas, wo ich mich ein bisschen aufladen kann. Aber er lädt sich selber auf, das ist sehr gut. Wir suchen jetzt mal den komischen... Einsatzleiter Harleen. Wo immer der ist, aber Einsatzleiter Harleen. Eieieiei. Früher waren jetzt sind wir auf der Promenade auf alle Fälle. Queensland Promenade, absolut berauschend. Der Duft von Zuckerwatte und Hotdogs lag in der Luft. Und die Menschen amüsierten sich an den zahlreichen Attraktionen. Doch das war bevor Gorilla Grodds Armee hier eindrang. Und glaub mir, wenn ich Booster Gold es sage, eine Schar Affen ist keine amüsante Angelegenheit. Hä? Früher waren die Klänge und der Anblick der Queensland Promenade absolut berauschend. Der Duft von Zuckerwatte und Hotdogs lag in der Luft. Und die Menschen amüsierten sich in den zahlreichen Attraktionen. Das war bevor Gorilla Grodds Armee hier einkam. Und glaub mir, wenn ich Booster Gold es sage, eine Schar Affen ist keine amüsante Angelegenheit. Oh, da liegt was. Da liegt was, lag was. Es ist hier ganz schön. Ihr merkt schon, ich bin schon wieder so mittendrin. Und ich überlege auch schon die ganze Zeit, was wir hier machen. Ich will ja auch immer noch den Einsatzleiter finden. Aber wo ist der Einsatzleiter? Wo ist er hingegangen, der Einsatzleiter? Sie rennen hinterher, das ist ja cool. Komm her, ja. Du wirst es nicht schaffen. Planet der Affen ist war gestern.
Heute ist DC Universe. So. Also, da haben wir wieder zwei Pfeile hier. Guck schon mal hier oben. Wieso sind die dann weg? Das verstehe ich nicht. Ich hab doch eigentlich schon alles gemacht hier. Ach, wo war denn das Logbuch, Männers? Da war es nicht. Logbuch. Checkpoints. Na, Metropolis nicht. Aktuell der Wachturm. Da sollen wir ja eigentlich hingehen. Wo ist denn der Wachturm? Queensland Promenade? Das ist ein Quest. Man kann sich aber auch nicht drehen. Spieler, Quest, Sehenswürdigkeiten. Wo ist denn der Wachturm? Leute. Ist das hier der Wachturm? Nee, es ist ein Boot oben. Ach, Mann. Ich könnte ja mal... Das ist ein Ach, hier, er hier. Es sieht aber immer noch gut aus. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so die Leute und so, auch die Gorillas, so die Bewegung von denen und so, die sind ziemlich cool. Tu doch was! Aber irgendwie laufe ich in die falsche Richtung, kann das sein? Ach, hier ist doch Einsatzleiter Harlem. Ne, ich werde bekloppt. Grodds Teleporter gehen die Brennstoffzellen aus. Je mehr wir zerstören, desto weniger Truppen können sie reinbringen. Kannst du uns helfen? Ob ich da helfen kann? Das ist natürlich eine schwierige Sache. Aber ich denke mal so, in meiner guten Laune und auf jeden Fall in DC Universe werden wir das annehmen. Was gibt's denn? Ich erhalte Soda-Cola. Das ist natürlich wieder traumhaft. Was sollen wir denn machen? Zerstöre Brennstoffzellen auf der Promenade. Gorilla-Teleporter versorgen die Frontliner mit Brennstoffzellen. Schalte die Teleporter aus und sie versorgen sie. Ne, das machen wir noch. So, und das wäre natürlich jetzt hier irgendwo hier unten. Siehst du, da ist doch so ein Ding. Ich muss gegen Rods Willen angehen. Haben wir doch eben schon ein paar kaputt gemacht. So, ein Hammer. Brennstoffzellen, deaktiviert Gorilla-Teleporter. Eieieiei. Hä? Wo ist es hin? Beschütze die Brennstoffzellen. Was wollt ihr hier von mir? Was macht denn er? Wer ist denn er? Das ist ein Gorillaschmetterer. Ich werd bekloppt. Machen doch kaputt. So. Okay, also schön, die ganzen Skills sind alle schön auf den F-Tasten belegt. Dann machen wir hier so ein paar. Oh, was hab ich hier? Okay, Mana mehr. Eieieiei. Ich glaube, wir müssen uns dann mal ein bisschen verpieseln. Weil wir ein bisschen heilen. So, und der hier ist auch böse hier. Mach mal den einmal kaputt hier. Oh, die kommen ja alle dahergerannt. Hilfe! Ich bin noch der rote Blitz. Also lauf doch einfach nur mal ein bisschen schneller. Braucht der hier Anlauf oder was? So, jetzt. Komm her, du Gorilla. Aber warum? Ja, wir sind gleich Hops. Das muss natürlich auch mal sein bei so einem Let's Test. Denn wir wollen ja auch mal wissen, was Phase ist. Aber wir haben es noch geschafft. Das heißt, wir können hier einfach warten und wir sehen, wie der Balken sich da wieder ein bisschen generiert. Regeneriert? Ach, keine Ahnung. Also, wie er sich auffüllt. Und das ist eigentlich relativ schnell. Deswegen gibt es wohl wahrscheinlich keine Heiltränke. Da muss man wohl ein bisschen wegrennen. Sie dürfen den Brennstoff nicht zerstören. Zerstöre Brennstoffzellen. Ah, nicht schlecht. So, jetzt hauen wir die hier weg. Das ist ganz schön viel, was wir hier machen müssen. Nehmen wir erstmal den Bernd hier noch
zeigen, wo der Hase langläuft. Weil wenn ich hier sehe, wie viele, wie man hier kaputt machen soll. Die sind ganz schön in ihrer friedliebenden Leidenschaft. Na, komm her. Okay. Ihn hat's ermittelt. Sie dürfen den Brennstoff hier mal schnell weg. Zerstören. Ja, Baby. Oh, seit wann kann der fliegen? Juhu. Hallo Mädels. Au. Ey, ich bin der Held. Seit wann wird hier geschlagen? Sag mal. Okay, dann machen wir das nicht. Ich werde dir nicht dienen, Grog. Irgendwie ging's doch auch noch mit dem. Konnte doch auch noch irgendwie anvisieren. Wie war denn das? Erstmal müssen wir hier die Brennstoffzelle hier kaputt machen. Was ist denn mit ihr hier? Schnackulle. Die rennt hier von einer Brennstoffzelle zur anderen und weint, oder was? Schütze die Brennstoffzellen. Die Brennstoffzellen für die Umwandlung werden angegriffen. Das ist ja merkwürdig. Ich weiß gar nicht, wie jetzt quasi. Na, wo hier ist. Ach, hier unten. Genau, hier unten unter der Leiste sehen wir die XP-Zuwachs. Komm her. Ja. Und ja. Nein, ich werde dir nicht dienen, Grog. Ich bin heute ein bisschen außer Kontrolle hier. Schaut mal. Wo sind denn hier noch ein paar? Da hinten sind noch ein paar. Nein. Ich werde dir nicht. Schön haben wir den gemacht. Schön haben wir da ein paar Heinis reingebolzt jetzt. So, komm her hier. Es ist Grog. Er ist in meinem Kopf. Ist in meinem Kopf. Warum ist denn Grog in meinem Kopf? Halt mal schon schnell. Kommandant, Brennstoffzellen. Ah, jetzt hier. Guck mal. Brennstoffzellen wurden nicht beschützt, die Brennstoffzellen. Ist einer Tops, einer nicht. Zerstampft sie für Grog. Der Fernkampf ist nicht schlecht hier. Wir könnten ja vielleicht mal gucken. Das funktioniert nicht so. Beschütze die Brennstoffzellen. Bitte hilf mir! Wir müssen mal gucken, also zerstört Brennstoffzellen haben wir 16 von 20 schon. So. Das ist ganz schön viel, finde ich. Er ist in meinem Kopf. So, das wäre natürlich. Ich habe hier noch keine Gorilla-Teleporter irgendwie. Was war das jetzt? Ach, du Scheibenkleister. So. Die Gorilla-Leutnants. Die müssen wir noch suchen. Ach, das ist ja schon Hobbes. Wo sind die Gorilla-Teleporter? Wo sind die Gorilla-Soldaten? Schütze den Brennstoff. Er wird an der Front gebraucht. Zerstöre die Umwandlungsgeräte. Geht ganz schön die Bude ab. Ah, das ist... Au. Wer bist denn du? Was schießt du auf mich? Er auch hier. Das ist ein Adjutant. Gut, wir wollen ja aber eigentlich... Nein, ich werde dir nicht dienen, Grog. Da stampft sie für Grog. Okay. Zerstampft sie für Grog, sagt er. Aber was soll man denn zerstampfen? Das ist ganz schön. Also du hast hier gleich bei den ersten Quests richtig was zu tun. Wir sehen das ja hier. Und da geht ganz schön der Bär ab. Das ist ja echt heavy. So 9 von 10. Bleiben wir hier mal weg. Oh, nicht beide kaputt gegangen. 3 EXP habe ich gekriegt. Das ist ja lustig.
war wieder einer, der mir geholfen hat. Finde ich immer sehr nett. Manchmal ist es aber auch nicht so schön. Weil er raubt mir nämlich meinen Kill und da demzufolge auch meine XP. Oh, ich habe wieder völlig falsch gestellt. So. Was ist das hier? Ist das ein Teleporter? Legendärer Adept. Okay. Was ist das? Ah. Wir haben wieder ein Pünktchen erhalten. So, wir drücken mal K auf die Schnelle und gucken mal, was wir hier verbessern können. Für die Umwandlung werden angegriffen. Wir könnten den Faustkampf verbessern, aber ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier schnell einen kaputt machen. Das macht er mich nämlich selber kaputt. Ja, du nicht, Kollege. Du nicht. Oh, wir haben wieder keinen Mana mehr. Mana. Ist das Mana? Was ist das bei Helden Mana, YouTube? Keine Ahnung. Jedenfalls geht die hier ganz schön aua mäßig kaputt. Okay. Jetzt kann man hier die Dinger hier rumnehmen. Schon rumschmeißen. Bitte hilf mir! Rod kontrolliert mich! So. 19 von 25 Gorilla-Soldaten. Komm her hier. Dann machen wir den nochmal ein bisschen kaputt. Müssen wir ja dann 21. Nee, 20. Schütze den Brennstoff. Er wird an der Front gebraucht. Okay. An der Front wird Sprengstoff gebraucht. Wir werden unsere 5 Gorillas noch töten. Und dann ist leider die Folge auch schon wieder vorbei. Wir schauen mal. Viel haben wir heute nicht gesehen, aber wir haben jetzt erstmal gesehen, dass es hier online-mäßig ganz schön abgeht. Was ich persönlich nicht schlecht finde. Dann gibt es hier grüne und blaue und rote. Und ich vergesse immer mit der rechten Maustaste irgendwie. Schütze den Brennstoff. Er wird an der Front gebraucht. Komm her. Ach man, wer schießt denn hier mal mit seinem Laserzeug rum? Gorillis hier, die sind ganz schön legendär. So, einen brauchen wir noch. Dann weiß ich nicht, ob wir alles haben. Das kann man eigentlich gar nicht so drücke J, um Sagen zuzugreifen. Also werden wir uns jetzt hier mal schnell verpieseln. Wer? Was ist das hier mit dem Fragezeichen? Das macht mich irgendwie. Gorilla-Technikerbericht. Dieses Chassis ist mit einer so hochentwickelten Metalllegierung durchwirkt, dass die primitiven Waffen der Menschen nicht einmal einen Kratzer hinterlassen werden. Okay, das hättest du mir auch mal früher sagen können. So, wir sind auf Level. Oh! Jetzt hat er mich gehauen. Wir werden hier einfach nochmal reinhauen hier beim Kollegen. Hier spricht die Polizei. Okay, also wir müssen uns hier irgendwie verpieseln. Mehr jetzt hier. Gucken wir mal hier hoch. Ach, hier sind ja auch noch welche. Ich wäre bekloppt. Wieso läuft der eigentlich nicht mehr so schnell? Verstehe ich nicht. So, okay. Wir haben eine sichere Stelle gefunden. Gehen wieder zum Einsatzleiter Harlem. Und jetzt machen wir noch mal Folgendes, bevor wir hier gehen. Schauen wir doch einfach mal, was wir noch machen können. Fertigkeiten. Wir könnten das Supertempo erhöhen. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Pistolen haben wir noch gar nicht. Ist noch gar nicht freigeschalten. Wie kann man die denn freischalten? Ein sehr schneller Kampfstil, begrenzte Reichweite mit 2 Projektilwaffen. Könnte man das machen? Anfällig für Blocken. Aber da brauchen wir auch die Waffen, gell? Das ist natürlich eine schwierige Sache. Faustkampf haben wir ja eigentlich schon. Was gibt es denn hier? Anfällig für Blocken. Schlägt einen Feind mit dem Faustrücken nieder. Anfällig für Blocken.
unterbricht starke Fernangriffe sowie Dauerangriffe oder Aufladung. Das klingt doch ganz gut hier. Den werden wir jetzt mal nehmen. Kaling. Dann haben wir hier Blinkers irgendwie auf dem Marktplatz. Willst du den Marktplatz aufrufen? Machen wir doch einfach mal. Hallo Marktplatz. Ah, hier Marktplatz. Ach, hier Rentier und so Zeugs. Nö, wollen wir doch gar nicht. Ach, guck doch mal, wie wir da aussehen. Sehen wir aus wie das Rentier zu Weihnachten. Ach, übrigens, wer die Folge jetzt gerade sieht, wir haben den zweiten Weihnachtsfeiertag. Gerade eben. Und ja, deswegen gibt's auch noch diese Weihnachtssachen hier. Aber die wollen wir nicht haben. Okay, so, und dann mal, wir drücken nochmal J und schauen mal. Rod wendet gewöhnlich Gedankenkontrolle an. Deshalb gehe ich davon aus, dass das ein Teil der Umwandler ist. Rod verwandelt Menschen in Affen und kontrolliert so ihre Gedanken. Und er hält uns für unzivilisiert? Schon. Tja, würde ich auch sagen. Er tut alles, damit die Affen ihm gehorchen. Und, ja, und wir? Nein. So, hier haben wir Unvollständige. Okay, und das ist der Gorilla-Krieg. Ah, ich verstehe. Also man muss sich da wirklich ein bisschen mit beschäftigen. So, von jetzt auf gleich wird es wahrscheinlich nicht sein. Deswegen ist dieser letzte Test, diese Folge wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, daneben gegangen. In dem Sinne von, ich habe halt ziemlich überlegt erstmal, was ich hier überhaupt machen muss. Aber wir haben das gekriegt und wir haben Biokampftreter. Die holen wir uns jetzt ab. Kaling. Da Grodds Haupttruppe jetzt geschwächt ist, müssen wir diesen umgewandelten Bürgern helfen. Grodd hat Neuralspektren auf den Dächern in der Nähe angesammelt, um seine Umwandlungsgeräte zu verstärken. Schalte diese aus und du kannst ein Gerät zur Umkehrung des Umwandlungseffekts herstellen. Flash verfolgt Grodd zu seinem Versteck. Es sollte also bald vorbei sein. Okay, das werden wir jetzt nicht mehr tun. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Let's Test DC Universe. Wir haben noch 5 Level. Wir haben ja gesagt, bis Level 10 werden wir zusammen zocken. Und bis jetzt gefällt es mir sehr gut. In der Auflösung leckt's auch nicht mehr, ruckelt nicht mehr. Es sieht trotzdem noch super geil aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns später neben Harleen wieder, wenn es heißt Let's Play DC Universe. Nein, Let's Play nicht, Let's Test. Sorry. Okay, in diesem Sinne, freut euch und ich wünsche euch einen guten Rutsch, falls ich es nicht mehr schaffe, die Woche noch eins zu machen. Und wenn ihr vielleicht dieses Jahr die Folge noch seht, dann wünsche ich euch natürlich einen guten Rutsch, viel Spaß dabei und feiert schön. In diesem Sinne, bye bye, euer Rookie von der Spielwiesenpanik.